Dies ist die Lorch-Grillzange, welche unten verlinkt ist. Man suchte länger nach einer perfekten Grillzange. Ich habe sie hier gefunden. Längere Zeit hatte ich ja ein Holzteil oder so eine, ich nenne es mal irgendwie so eine scherenartiges Teil. Ich fand das irgendwie, hat man das zwar schön in der Hand, sie ist leicht, die anderen, aber irgendwie finde ich Holz ein bisschen unhygienisch und diese scherenartigen Grillzangen finde ich auch von der Handhabung extrem schwierig und zu lapprig. Da fällt man schnell so ein Grillgut vom Rost, weil man einfach nicht einen Halt hat. Die von Lorch finde ich besonders schön. Sie ist 40 cm lang und das ist echt edel, weil man wirklich dadurch nicht sich die Hände verbrennt oder ähnliches, wenn der Grill richtig heiß ist. Sie ist schön verarbeitet, ist aus, also jede Hälfte ist aus einem Blech gestanzt. Es ist schön abgerundet, sodass man hier zwar schon Kanten hat, aber die sind jetzt bei Weitem überhaupt nicht scharf oder spitz. Also da hat Lorch schon drauf geachtet, dass man hier dann nichts irgendwie, dass man damit keine Wurst oder Finger schneiden kann, wenn man hier mal drankommt. Das ist wirklich schön verarbeitet. Material ist Edelstahl und deswegen auch super zu empfehlen. Witterungsbeständig, absolut kein Problem. Besonders schön finde ich auch, dass sie das Lorch Wert legt auf, ja, auf den praktischen Aufbewahrung. Man hat hier hinten diese, ja, diese Öse und wenn man die nach vorne schiebt, dann löst man automatisch die Zangenarretierung und die Zange geht auf und man kann damit greifen. Gleichzeitig, sobald man die jetzt wieder aufräumen möchte oder hinhängen möchte, einfach diesen Ring hier nach oben ziehen und schon hält die Zange zu und geht nicht mehr auf. Das ist besonders schön, wenn man sie transportiert, kann also nichts kaputt gehen. Hier hinten ist eine Niete drinne und ein Gelenk, was eigentlich ganz gut ist. Vom Druck her ist es so, dass die Zange überhaupt nicht schwer zu schließen geht. Also ich kenne solche Metallzangen, die aus einem Stück sind. Da muss man wirklich manchmal richtig mit der Hand drücken. Da kämpft man nicht nur mit dem Grillfleisch, sondern kämpft dann auch mit der Zange. Und hier ist das überhaupt nicht der Fall. Und ich kann diese Zange von Lorch nur empfehlen. Kostet um die 12 € bei Amazon und ist echt eine Investition wert. Ein super Geschenk. Selbst wenn man eine Grillzange hat oder wenn der Papa oder die Mama schon eine Grillzange haben, ist das ein ideales Geburtstagsgeschenk, weil ja, diese Zange, die ist was wirklich, wo man sagt, damit arbeitet man gerne. Lorch bezeichnet sie nicht nur als Grillzange, sondern als Allzweckzange. Also es gibt auch Leute, die nehmen das dann für einen Salat. Oder wenn man dann ein Buffet hat, kann man sich da auch kleine Häppchen runternehmen und alles, Schnitzel runternehmen, alles Mögliche. Ist natürlich jetzt nicht vorgegeben. 40 cm ist sie lang, gibt es aber ebenfalls auch in einer 30 cm Ausführung. Das verlinke ich euch ebenfalls. Und hier unten nochmal das Emblem vom Lorch oder von der Firma. Und man kann sagen, ist eine Kaufempfehlung, sehr gut verarbeitet und auf alle Male das Geld wert.